Abend. Na, wie geht's Ihnen? Guten Abend. Gezeichnet. Sehr schön. Top motiviert. Sehr gut, das höre ich gern. Nein. Ich bin über den Computer gestiegen und jetzt habe ich mir wohl den Bildschirm auf meine Nase gebunden oder keine Ahnung was. Eieiei. Sind einfach mit runtergerissen. Ja. Ja, weil du vom Gehalt abgezogen hast, das ist auch klar. ich gehe jetzt tauchen. Gott. Ich würde Sie ja fragen, ob Sie mitkommen wollen, aber nach jeder Reaktion gestern gehe ich davon aus, dass nein. Ich dachte mir schon, dass wenn Sie hier so in legerer Zivilkleidung kommen, dann liegt irgendwas anderes an. Ja, heute mal leger unterwegs. Schön. Ja, wir sind halt schon wieder dabei zu warten, dass irgendjemand anruft. Ja, haben Sie den Fall vorbereitet für morgen Abend? Wir sind gerade noch dabei. Wir suchen noch das Gespräch mit dem Streifenpartner. Mhm. Da warten wir gerade darauf, dass wir die Nummer geschickt bekommen. Dann werden wir uns bei dem melden. Ich weiß nicht, ab 20 Uhr steht ein Termin drin mit Herr Kurz. Ja, genau, ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr. Das ist nicht auf eine Zeit terminiert, das ist mehr so. Genau. Martinez ist noch dabei. Ja, da wollte ich Sie vorstellen. Genau. Und Sie wollten sich um das Mandat für Luxury Cars. Richtig. Noch eventuell vorstellen. Genau, das steht noch an. Und ich habe noch eine Info bekommen, dass der Officer, der die Warnschüsse abgegeben hat und der gesagt hat, sie haben das Recht, darauf die Klappe zu halten, Officer Rabe ist. Officer Rabe? Mhm. R-A-B. Hm. Das ist ja schon mal gut, dass man den Namen hat. Ja. Den Arschloch. Ja gut, dann werde ich eventuell abbrechen müssen, wenn sich Herr Bradford oder Herr Kurz oder so melden. Was brauchen Sie von Herrn Kurz? Nix, den Termin. Aber gut, da werden Sie dann auch abbrechen. Nein, ich werde nicht abbrechen. Den Termin legen wir danach. Ah, gut. Wir müssen doch nicht immer springen, wenn Leute rufen. Und vor allem ist es schwierig, unter Wasser ans Telefon zu gehen. Absolut, das bleibt ja dann. Ah, gut. Dann bin ich dabei. Sehr schön. Wollen Sie auch mit? Vielleicht können Sie Ihre Angst ein bisschen überwinden. Notgedrungen werde ich wohl mitfahren, damit ich von dort aus direkt aufbrechen kann für den Fall, dass das notwendig ist. Woher rührt eigentlich Ihre Angst vor Wasser? Ich hatte als Kind einen Unfall. Oh Gott. Stehen Sie auf. Das ist alles gut. Okay. Vielleicht können Sie da tatsächlich den Besuch bei der Gemeinschaftspraxis nutzen und ein therapeutisches Gespräch vereinbaren oder mehrere Termine. Ich weiß es nicht. Wow. Nicht schlecht. Wer kann. Wenn Sie damit nur rückwärts laufen können, warum ziehen Sie die nicht einfach andersrum an? Ja, das wäre cleverer gewesen. Hallo. Na, guten Abend. Ist der Weg rückwärts gelaufen? Nee, ich kann mit Taucherfloss nicht vorwärts laufen. Ich empfehle das. In Höhe anheben. Ja, oder so Clip-Schwimmflossen, bitte dem. Ja, oder ich zieh die einfach oder du ziehst dich schnell aus. Ja, sagen Sie, haben Sie vielleicht auch Taucheranzüge zum Ausleihen? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Schauen wir mal, wie die Größe ist hier. Sie sind auch zum Ausleihen. Bist du davon ausgegangen, dass Alessandra ihren eigenen mit hat? Ja, so sieht's zumindest. Ihre eigene Sauerstoffflasche? Na, die Sauerstoffflasche leih ich mir auch aus. Ah, okay. Man kann aber seine eigene kaufen. Oh Gott. Ja, das war jetzt alles etwas überraschend. Man kann auch einfach über der Wasseroberfläche bleiben, dann braucht man das gar nicht. Und man lebt. Ja, wir haben eigentlich dabei, ein bisschen eine traumatische Erfahrung mit Meereswasser hat. Gott will das nicht. Warte, was? Haben Sie traumatische Erfahrungen mit Unterwasser? Mit Meerwasser, ja. Ja, da habe ich eine perfekte Therapiestunde. Ja, ich werde das Ganze aus sicherer Entfernung. Ja, nee. Ich setze Sie aus so einem alten Journey. Und dann schieben wir sie ins Wasser, ne? Und dann erleben sie die Unterwasserwelt in einem sicheren Umfeld. In einem Journey? Ja, natürlich. Der ist doch niemals wasserdicht.
Ja, natürlich nicht, aber... Natürlich ist Wasser dicht, wenn einmal Wasser drin ist, geht's nicht mehr raus. Oh Gott, das hört sich furchtbar an. Mir gefällt diese Definition von wasserdicht. Mir geht's eigentlich nur um das, dass ich wieder ein Journey unter Wasser setzen kann. Eieiei. Wie klingt das, Susi? Das ist mir noch schreien zumute. Ah, vielen Dank. Ex ist auf jeden Fall ein Profi auf dem Gebiet. Ja, am Wasser fürs Autos. Wie das für mich klingt? Wie klingt das für Sie? Ja. Ich arbeite so lange. Warten Sie mal, ich klicke gleich. Das nenne ich motivierter Mitarbeiter, das gefällt mir auch. Einer muss ja die Leitstelle, während Sie in die Höllen des Tartarus hinabsteigen. Ja, vielleicht haben Sie ja Glück und Sie übernehmen. Ja, diesmal geht es eigentlich nur unter Wasserlabor. Die Aqua Visa. Das ist eigentlich nie. Sagen Sie sowas nicht. Ich gehe mal schon mal umziehen. Sie sind näher da dran, als Sie sich vorstellen können. Ich bin näher am CEO als je zuvor. Sie machen sich zu viele Sorgen. Alles ganz harmlos. Ist ja nicht weiß ich nicht, mit Koblas spielen oder... Wissen Sie, wer das auch gesagt hat? Crocodile Dundee. Ja, gut, aber... Und dann kam ein Manta-Rochen. Ja. Ich war aufgespießt. So aber schnell geht's. Das ist ja auch nicht vergleichbar. Du, warum nicht? Weil das hier nicht so gefährlich ist wie... Das ist das gleiche Meer. Ja, aber an einer anderen Stelle. Der gleiche Manta-Rochen kann hier rüberschwimmen und sie stechen. Das wird er schon nicht tun. Das wird er schon nicht tun. Zurück. Ja. Ich bin ganz gut mit dem. Wir haben letztens Kaffee getrunken. Ja, gut. Na schick. Also ich weiß, wen der Rochen als erstes sieht. Sehen Sie, Sie müssen auch gar nicht schneller sein als der Rochen, sondern nur schneller als die anderen. Als der letzte, genau. Ja, richtig. Stimmt. Ja. Ja, das ist, wie in der Zombie-Apokalypse. Man muss nicht schneller als Zombies sein, man muss nur schneller als der Dicke sein. Richtig. Ja, oder man bricht der Person neben Ihnen einfach mal die Beine oder so. Das ist auch sehr pragmatisch, ja. Ja, Das ist sogar doppelt pragmatisch, weil er dann einfach auch, wenn er dann untot ist, einem viel langsamer nachherkrabbelt. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Schön. Rest ist eigentlich, naja, es wird irgendwann einmal bestimmt ein künstliches, riesiges Korallenriff werden. Irgendwann die ganzen Schadstoffe, was irgendwie doch ungesund wäre für die Meeresbiologie, für die Meeresvegetation. Wale sind friedliebend, oder? Sind die alle hin? Ich habe meine Tauchgruppe verloren. Was? Nee, ich habe die verloren. Sind Sie auf irgendeiner Insel? Nein, ich bin wieder zurück am Treffpunkt, wo wir gestartet sind. Okay, dann Gott sei Dank. Dann würde ich Sie gerne abholen.
Ja. Ich hatte nämlich gerade einen Herr angerufen, der noch kein Mandant von uns ist, soweit ich weiß. Ja. Und der dringend um ein Treffen gebeten hat. Ich war gerade auf dem Weg zur Kanzlei. Ja, dann holen Sie mich ab. Dreh ich gerade nochmal um. Wir sind am Strand links neben diesem Hotel. Wollen Sie was trinken, Herr Peanut? Ja, das wäre gut. Alkohol ohne? Ja, mit. Brauche ich nach der Sache. Okay, wirklich so schlimm? Ja. Okay. Das ist unglaublich. Also, das sind so viele Sachen, die scheiße gelaufen sind und das ist echt. Also, wenn ich irgendwie zum Anwalt gehe, dann gehe ich wirklich zum Anwalt, weil das was Wichtiges ist. Okay. Okay, pass auf, trinken Sie das? Oh, ich hole mir einen Zettel und dann fangen Sie ganz von vorne an und erzählen alles ganz in Ruhe. Ich kann ja ehrlich sein, ne? Also, es geht um den Fall, da haben wir. Ich habe beim Taxi gearbeitet. Also, ich erzähle erstmal die Kurzfassung, bevor Sie aufschreiben. Dann müssen Sie erstmal gucken, was dort relevant ist. Okay. Ich habe mal beim Taxi gearbeitet. So, das Taxi hat Scheiße gebaut. So, und dann haben wir halt den Typen entführt, da, zwei Leute entführt von denen. Und wir waren aber maskiert. Das heißt, er kann ganz wissen, dass wir das waren. Also, dann wurde dabei ein Video gedreht von jemandem, den Game Master. Das Video ist auch online. Mich sieht man nicht. Online? Bei Bayflix, The Peep Show, irgendein Video dafür. Ich glaube, die Zerstörung für Del Piero. Mhm. Das heißt, es war auch das Del Piero-Taxi. Genau. Mich sieht man auf gar keinen Fall. Den einzigen, den man da sieht, ist halt Kevin. Wer ist Kevin? Der ist mein Freund, also ein Kollege von mir. Und den sieht man eine Millisekunde. Okay, also Kevin ist nicht die Person, die entführt wurde, sondern auch jemand, der entführt hat. Okay. Ich und er haben ihn entführt, die beiden entführt. So. Unabhängig davon, danach hatten wir einen Autounfall gehabt mit dem Taxi, haben auch eine coole Story gehabt dazu. Wurde gesagt, aber ja, sie sind direkt auf der Fahndungsliste. Ist ja auch mehr oder weniger egal. Kevin Warum hat... Auf der Fahndungsliste? Naja, weil wir haben die auch erschossen. Und die haben es halt überlebt und haben wir auch immer, ich weiß nicht, vielleicht ein Zweithändchen im Schuh oder so, haben halt die Cops gerufen. Okay. Ist aber auch egal, weil wir waren maskiert und die können halt nichts, also sie können nichts beweisen. So. Ich habe eine Frage. Sie haben ja gesagt, Kevin sieht man für eine Millisekunde maskiert oder unmaskiert? Nee, unmaskiert, aber er hat eine Sonnenbrille und einen Hut. Also man hätte ihn schon erkennen können? Sie könnten ihn erkennen, sie können ihn aber nicht erkennen. Also für die Millisekunde, es könnte jeder sein mit einer Sonnenbrille und einem Hut auf. Ja, okay, aber ich meine, man kann das Video ja auch anhalten zum Beispiel. Ja, aber ich meine jetzt auch vor Ort, war er dann auch nicht maskiert? Also haben die zwei Geiseln sozusagen ihn auch gesehen oder nicht? Ja, kurz auf Klo. Ja, Wahnsinn. Okay, also ich habe bisher festgehalten, Sie haben mal bei Del Piero gearbeitet und dort sind ein paar Dinge schiefgelaufen. Sie und Kevin haben zusammen dort zwei Mitarbeiter entführt, abgestochen. Die Chefs, die Chefs. Genau. Okay. Ach ja, genau. Und dann habe ich vergessen, wir waren halt fünf Leute, sechs, ich weiß, sieben, ich weiß gar nicht mehr. Und stimmt, wir waren davor maskiert und danach nicht mehr. Aber also es waren nur wir beide nicht maskiert. Aber die waren auch zu zweit. Das heißt, am Ende wäre Aussage gegen Aussage. Wir wollten, dass sie wissen, wer wir sind. Okay, also die haben sie schon gesehen. Also sie waren jetzt nicht demaskiert, als sie bewusstlos waren oder so, sondern sie haben sich schon davor zu erkennen gegeben. Okay. Ja, ich wollte, dass er sieht, wer ihn absticht. Ja. Beziehungsweise, wer ihn erschossen hat. Das ist halt relevant, weil die das dann halt bezeugen können. Anwalt konnte man keinen erreichen. Und auch niemand von der Staatsanwaltschaft. Von daher haben sie einfach hingelegt, weil es einfach zu lange gedauert hat. So ungefähr? Boah, das weiß ich nicht. Das war irgendwann, ich glaube, zwischen 23 und 1 Uhr. Da müssen sie die Akte dann sehen. Ja. Und daraufhin, nächsten Tag bin ich halt aufgestanden, hab kurze Aussage gegeben, dem Polizisten, und der hat mich halt rausbegleitet. Die Aussage, dass da noch was offen ist, bezog die sich auf den Abend und auf den Vorfall mit den Taxis, oder war das noch eine andere Akte, die da noch ausstand? Wie meinen Sie es? Na, hatten Sie noch eine andere Strafe offen, die Sie hätten absitzen müssen, oder hat sich das auf dieses Taxi-Ding bezogen? Nein, das ist meine erste Sache, die ich gemacht habe, aber ich sage ihm, es ist nicht möglich, mich da zu erkennen. Es ist nicht möglich, diese Strafe ist kompletter Schwachsinn. Die Staatsanwaltschaft hat gar keine Ahnung von irgendetwas. Es ist auch nicht recht, Sie da einzusperren und dann nicht gehen zu lassen. Ja. Das dürfen die gar nicht. Die eine hat gesagt, es ist ein Scheißegal, heult weiter.
Okay. Und daraufhin hat Kevin und ich gesagt, wir legen uns hin. Der interessante Part kommt aber noch. Ja, aber warten Sie mal ganz kurz, weil das ist für mich auch sehr interessant. Ja, welche Officer? Welche Estina das waren? Die hatte weiße Haare gehabt und ich glaube, ein bisschen jünger war sie gewesen. Ich könnte sie sofort erkennen, ohne Probleme. War das ein Sheriff oder ein Officer? Ein Sheriff war das gewesen. Mhm. Weil also ich könnte sie sofort identifizieren. Das ist sehr interessant. Ja. Ach nee, stimmt. Herr Bayless kam noch, stimmt. Herr Bayless kam irgendwann und wir wollten halt mit dem Staatsanwalt darüber reden. Der Staatsanwalt hat sich verfahren angeblich und dann hieß es ja, das dauert jetzt noch und wir saßen halt, also die ganze Maßnahme ging wirklich extrem lange und daraufhin haben wir dann gesagt, wir wollen, aber dann lassen Sie uns doch einfach gehen, weil wir haben auch keine Vorstrafen und wir kommen nächsten Tag und reden halt mit dem Staatsanwaltschaft und daraufhin hat dann die eine Kollegin gesagt, ja, dann heult doch, nee, ihr bleibt hier drin, irgendwie sowas. Und hat Bayless gemacht? Ich weiß es nicht. Er hat Bayless Sachen gemacht, ich nehme ihn auch nie wieder. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist interessant. Ich weiß, das ist für Sie noch nicht mal die schlimmste Sache, aber für uns ist das schlimm. Ja, aber das Interessante kommt jetzt noch. Also, ja. Das geht gar nicht, was die hier gerade abziehen. So, also. Ich habe vor ein paar Tagen mit Kevin geredet. Er meinte, er hat eine SMS, also zwar die Woche vor Halloween, er hat eine SMS da bekommen, dass er einen Strafbefehl bekommen hat. Mhm. Aber ja, es war Halloween, er war beim Fortnite-Turnier, Sie wissen das. Das ist halt nicht möglich in 72 Stunden. Ja. Und ich habe gar nichts bekommen. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, okay, gut, ich werde mich mal erkundigen, was damit ist, ob es eingestellt worden ist oder sonstiges. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Sie kennen das DOJ, das machen sie nie, auch wenn sie es sagen. Ich ging hin und dann hieß es in der Akte, ich habe einen Strafbefehl bekommen. Da steht aber nicht, ob mit SMS, mündlich oder sonstiges. Es steht einfach nur, ich habe einen Strafbefehl bekommen. Und ich habe ihn abgesessen. Okay. Und jetzt kommt das Interessante. Ich habe gestern mit Frau Zane darüber geredet. Ja. Ich habe ihr gesagt, das ist doch nicht, also das ist hier, also für COJ ist das nichts Großes, aber hier ist ein Riesenfehler passiert. Also und daraufhin meinte sie, ja gut, ich kann ihr einfach einen neuen Strafbefehl heute ausstellen. Ich so, wissen Sie gerade, das geht nicht um den Strafbefehl. Und sie sagt die ganze Zeit, diesen Strafbefehl. Ich so, es ist ein Strafbefehl. Der wird ausgestellt. Wenn ich ihn akzeptiere, ist es ein Urteil. Das heißt, Sie sind nur Staatsanwältin, Sie sind kein Richter. Das heißt, ja, Sie können nicht einfach das Urteil zurücknehmen. Wollte sie aber machen. Das heißt, Sie können dann schon auf den Computer in der Backtaste drücken und einfach sagen, ich stelle das neu aus. Daraufhin habe ich mit den Herr Denoir geredet. Denoir, ja. Der Richter oder der Schatz? Der Richter. Mhm. Nee, der Richter. Ich habe den Richter geredet. Der meint, okay, das ist irgendwie was Komisches. Er muss sich mit seinen Richterkollegen besprechen, ob das fallen gelassen wird oder nicht. Weil ich habe nicht abgesessen, ich habe nicht mal eine Nachricht bekommen. Heute habe ich mit den Herrn Cordwell geredet. Er ist ja komplett inkompetent, tut mir leid, aber der hat ja gar keine Ahnung von irgendwas. Er sagt, ja, ich habe das auf jeden Fall zugestellt bekommen. Das steht hier drin. Ich so, was steht denn drin? Dass ich es zugestellt bekomme, den Strafbefehl. Ist ja aber wie? Ja, da steht einfach nur, dass ich ihn bekommen habe. Ich sage, da muss doch drin stehen, wer oder was mir jemand. Nö, da steht nicht drin. Ja, muss stehen von wem und im besten Fall wann, mit Uhrzeit und Datum. Und, also der angeblich der Staatsanwalt, der es gemacht hat, ist leider im Urlaub. Welcher ist das? Sagen wir ein paar Namen. Callahan vielleicht? Ja, der. Callahan. Und daraufhin habe Herr Korte gesagt, ich sage, das ist doch nicht möglich. Sie können doch nicht einfach ein Urteil, ein fehlerhaftes Urteil, was hier ausgesprochen worden ist, einfach zurückziehen als Richter. Ja, doch, das kann ich. Ich so, nein, kann er nicht. Ich sag, wo steht denn das drin? Ja, wo steht denn, dass das nicht drin steht? Ich sage, was ist das hier? Wo haben Sie Jura gelernt? Im Internet oder was? So, er kann dann, die können doch nicht einfach, also das muss doch... Nicht. Das ist doch, also das ist halt ein Riesenfall und mir geht es nicht um die Strafe, ob ich sie abgesessen habe oder nicht. Es geht einfach um das Prinzip. Die können ja nicht einfach wahllos irgendwas machen, worauf die Bock haben. Leider ist Chief Justice vorhin nicht da gewesen. Ich habe gesagt, ich verklage jetzt beide Richter für das, was sie gemacht haben. Das ist komplett fehlerhaftes Verhalten. Ja, ja, wir kümmern uns da auf jeden Fall um einen Moment. Ja. Charles, ich würde gerne mitkommen. Ich würde das gerne hast hören. Hast du meine SMS gelesen? Ja, gerade gelesen, ja, ist der Chaos pur, der Handweg hier zu tief getaucht und Eier sind gekommen. Und oh nein, wirklich? Hier. Scheiße. Ja, die sind ohnmächtig da unten. Geht's Brookwood, mein Mitarbeiter? Nee. Oh, scheiße. Jetzt muss ich dem anderen Mitarbeiter sagen, dass er recht hat und er wirklich verdammt nah am CEO war. Ja, ich hab doch gesagt, nicht zu tief und nicht zu weit. Ja, hast du gesagt. Und ich bin einmal unter den Schienen entlang getaucht. Und dann war die alle weg und ich habe mich nicht mehr wiedergefunden. Und dann dachte wo ist ihre okay, Toilette? Ich gehe vorher nochmal kurz auf Toilette. Dann, also Brookfield, oder? Wie ist denn der ganze Name, dass man die ganzen Namen Bertholdt Brook.
Dann schreibst du mir SMS. Bertoldbruck. Bertoldbruck, ja. Hallo, mein Name. Das ging ja fix, Mensch. Ja, ich bin tatsächlich. Aber es geht, ich sehe schon, es geht um was anderes. Es geht um was anderes, richtig. Ja, ja. So, erzählen Sie. Und zwar folgendes: Das Mr. Peanut hier wurde festgenommen, ins SD gesteckt. Der Staatsanwalt hat sich angeblich verfahren. Aussage okay. der SD-Kollegen war ja heul leise. Moment, jetzt kriege ich gerade einen unbekannten Anruf, das könnte ja. Sie sein, Moment. Ja, ja. Genau schon. Sein? Genau, also ja, Staatsanwalt hat sich verfahren, ja? Er wurde, genau, verhaftet, ins SD gesteckt. Der Staatsanwalt hat sich angeblich verfahren, ist auch nie aufgetaucht. Aussage der SDler war auch heuleise, er wurde auch nicht wieder auf seinen Fuß gesetzt, hat sich dann dort im SD schlafen gelegt, weil das Ganze sehr lange gedauert hat. Wie lange war er dann schon drin insgesamt? Länger das weiß ich nicht, aber über eine Stunde auf jeden Fall. Über eine Stunde, ja, okay, das geht schon mal gar nicht, ja? Dann, ja. War es das, ne? Weitere Infos gab es nicht. Dann hat er nachgefragt und dann hieß es, ja, der Strafbefehl wurde ausgestellt. Den hat er allerdings nie bekommen. Weder mündlich noch per SMS. Und was noch interessanter ist. Ach so, das geht um die Akte. Okay, ja. Genau. Ja. Okay, da steht, er hat die Sache auch schon abgesessen. Das heißt. Genau, das hatten wir gestern mit Delanoir schon besprochen. Da war Kenny ja mit der. Entschuldigung, ich rede zu leise, ne? Ich bin ein bisschen lauter. Das hatten wir gestern mit Delanoir besprochen, sodass wir das tatsächlich so gemacht haben mit Richter quasi. Dass wir das Ganze auf nicht abgesessen quasi machen und er von mir gestern mündlich dann den Strafbefehl mitgeteilt bekommen hat und Widerspruch einlegen konnte, was er dann auch getan hat. Dementsprechend ist da jetzt eine Anklage ausstehend für den Fall an sich. Die Sache vorher mit dem SD und über eine Stunde und so, das wusste ich nicht. Ja, das hat er mir gestern noch nicht gesagt gehabt, tatsächlich. Ja, da kriegen wir steht jetzt auch nicht mit drin, dem Verbot wiederholter Strafverfolgung, weil das ist verurteilt worden. Und während dieser Verurteilung hat er kein Recht auf Beteiligung am Verfahren. Dementsprechend möchte ich, dass die ganze Geschichte wegen Verfahrensfehler eingestellt wird. Ja, aber nicht wegen doppelter Strafverfolgung, weil er hat mir definitiv zu 100% gesagt, dass es nicht abgesessen hat. Also wird er nicht doppelt strafverfolgt. Er steht aber, er hat in seiner Bürgerakte den Vermerk, dass er verurteilt ist. Richtig. Und dementsprechend. Er wurde verurteilt. Genau. Wir stellen das immer auf verurteilt, wenn wir den Strafbefehl ausstellen, egal ob abgesessen oder nicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, aber er wurde verurteilt. Ja, wenn wir einen Strafbefehl ausstellen, ist jemand verurteilt, das ist korrekt, aber man kann immer noch Widerspruch einlegen und dann ist es nicht mehr verurteilt. Ja, aber die nicht, drei Tage sind abgelaufen, dementsprechend wurde er rechtskräftig. Nee, die drei Tage sind ja nicht abgelaufen, weil ich ihm die gestern mitgeteilt habe, weil er mir versichert hat, dass er von diesem Strafbefehl nichts wusste, da bin ich ihm entgegengekommen, habe ihm das einfach so geklaut. Deswegen ab jetzt, also ab gestern, 72 Stunden Zeit, Widerspruch einzulegen, um nicht verurteilt zu sein. Und ja, das hat er dann mündlich bei mir gemacht. Man kann sowas nicht zurücknehmen. Er wurde erstmal verurteilt. Und ich Alexandra, das habe ich gestern wirklich sehr ausführlich mit Mr. Delanoir gesprochen. Am besten wendet ihr euch dann einfach an ihn, besprecht das mit ihm nochmal. Weil, wie gesagt, ich habe das mit Delanoir besprochen, wie wir das jetzt machen. Und der hat gesagt, wir nehmen das zurück, 72 Stunden. Aber ich habe ihn auch erklärt, das ist ein Urteil, und Sie sind Staatsanwältin und Sie können kein Urteil zurücknehmen als Staatsanwältin. Das ist nicht möglich. Rein rechtlich gesehen ist das gar nicht möglich. Deswegen haben wir gestern ja Mr. Delanoir noch mit eingeschaltet. Ja, auch der kann kein Urteil wieder rufen. So läuft das nicht. Ja. Gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er da ist. Ich kann hier, habt ihr ihn gesehen, als er reinkommt? Ja, der ist aber in der Nachricht. Da. Guten Abend, schon wieder hier. Schon wieder hier, hallo. Und schon wieder wütend. Und schon wieder Chef, mein Güte, was denn hallo, Edo, ich bin Kenny. Ja, also Kurzfassung, es geht um den Fall von gestern. Fall von gestern. Welchen Fall von gestern? Sie wollten sich mit der Richterschaft doch besprechen. Genau. Und da kommt die Richterschaft auch schon. Ja, ne, die kommt ganz unerwartet einfach reingesprungen hier. Ja, also kommt, sie kommt hier einfach daher. Oh, ja, Gott. Also ich habe gerade mit Miss Zane schon gesprochen. Sie meinte, ich soll mit Ihnen sprechen, weil Sie hätten das alles ja schon abgesegnet. Ich sehe hier. Genau, wir haben kurz darüber gesprochen. Chef, ich putze hier weiter. Ich sehe einen Konflikt, weil der Mann wurde schon rechtskräftig verurteilt. Das ist so. Das steht mutmaßlich, so genau, nee, mutmaßlich. So ja, beziehungsweise wir können es nicht verifizieren ohne eine Aussage des Staatsanwaltes, der den Strafbefehl da erstellt hat. Ob die Strafe jetzt abgesessen wurde oder nicht, das ist erstmal das Entscheidende dabei. Das müssen wir halt verifizieren. Das können wir aber nur mit der Aussage von Herrn Callahan dementsprechend machen. Problematisch ist nur, dass Mr. Callahan aktuell in Urlaub ist, dass der erst am Montag wieder zugegen ist.
Nachteilig für Herrn Peanut ist dementsprechend, dass er sich gerne am PD bewerben möchte und Officer werden möchte. Aktuell gibt es aber noch eine zweite Akte, die gegen ihn offen ist. Da gibt es einen Strafbefehl, den er gestern widerrufen hat. Dementsprechend kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Insofern kann er ihn nicht im PD noch erstmal noch nicht anfangen, bis das Verfahren dementsprechend abgeschlossen ist. Insofern entsteht Herrn Peanut aktuell kein Nachteil. Deswegen haben wir das erstmal gestern vertagt, weil wir auch noch andere Sachen zu tun haben. Da würde ich Ihnen gerne widersprechen, Herr Richter. Der Nachteil besteht für den für unseren Mandanten. Ich hätte auch gerne zu Ende ausgeführt, was ich angefangen habe. Nämlich, ja, gut. Dann stelle ich mich hinten an. Wurde hier per Akte verurteilt. Das Urteil war erstmal so festgehalten. Punkt. Und wenn man das jetzt nochmal aufrollt, dann kommt man in Konflikt mit dem Verbot wiederholter Strafverfolgung. Bei dem ersten Fall, wo er verurteilt wurde, da haben wir Probleme mit Recht auf Beteiligung am Verfahren. Recht auf Verteidigung wurde nicht eingehalten. Und der Strafbefehl, inwiefern wurde das nicht eingehalten? Er hat nie einen Staatsanwalt gesehen. Er hat nie einen Strafbefehl bekommen. Wie gesagt, ich muss das Ganze überprüfen. Ich kenne jetzt nur die Aktenlage, die dementsprechend da in der Akte drin steht. Muss halt überprüft werden. Das kann ich aber frühestens erst am Montag machen. Ja, wie gesagt, das ist leider so. Herr Denner, bei allen Respekt, es steht drin. Es ist egal, wer oder was es reingeschrieben hat. Die Verurteilung ist rechtskräftig. Und die habe ich angeblich sogar abgesessen. Das heißt, egal wie das aussieht, es steht da drin, schwarz auf weiß. Und unabhängig davon, ob das Kollege wie auch immer es gemacht hat, wie meine Anwältin jetzt gerade so schön sagte, das ist alles Verfahrensfehler. Die Sache ist, selbst wenn Callahan da Scheiße gebaut hat, dann ist das trotzdem steht das trotzdem drin. So. Ja, aber trotzdem muss ich erstmal nachprüfen, was ist da überhaupt vorgefallen. Ja, aber das spielt für unseren Mandanten leider keine Rolle. Ich habe ja aktuell nur die Aussage Ihres Mandanten. Mehr habe ich aktuell nicht. Na, das steht in der Akte. Jetzt muss ich die andere Aussage mir auch noch reinholen, damit ich mir ein komplettes Bild von der Gesamtlage machen kann. Ja, und das habe ich gestern gesagt und das ist in der Prüfung und dann kommen Sie, Mr. Peanut, hier hin und wollen mich anzeigen und was weiß ich nicht alles machen. Mr. Peanut, ja sicher, ich habe doch eben mit dem Kollegen hier vorne am Tresen gesprochen. Also das ist, also ich weiß gar nicht, also ich finde das schon ziemlich frech gerade von Ihnen. Ich finde es frech von Ihnen, da ist ein Urteil geschrieben worden und Sie wollen jetzt irgendwas prüfen. Mr. Peanut, was wollen Sie bei einer ausgesprochenen Prüfung? Peanut. Mr. Peanut. Können Sie uns kurz alleine lassen, ja, Mr. Peanut? Mr. Peanut, also bei allem Respekt vor Ihrem Mandanten, ne? Ich habe echt den Arsch voll Arbeit hier. Das glaube ich. Aber ich habe wirklich keine Lust, hier nochmal COCPs um die Ohren zu schreiben. Ich habe da keine Lust drauf. Richtig, nicht. Aber ich muss es halt erst überprüfen können. Und ich kann nicht bis nachts um 2 Uhr jeden Abend hier arbeiten und jetzt wieder zur Arbeit kommen und dann wieder das Gleiche von vorne machen. Das ist mir klar, aber es ist schwierig, und immer das Gleiche machen zu bearbeiten. Und dann kommt Ihr Mandant hier rein und sagt, ja, es ist immer noch nichts passiert. Was habe ich denn gestern Abend gemacht? Ich habe mich mit Ihnen unterhalten, dann war ich noch im PD, habe die ganze Sache so ein bisschen ins Rollen gebracht. Jetzt habe ich, wie Sie gerade gesehen haben, mich mit den Devils getroffen, mich auch nochmal da dementsprechend informiert, was aus deren Sicht vorgefallen ist. Jetzt müsste ich eigentlich zum PD fahren, da noch mal ein paar Sachen abklären. Ne? Und wann soll ich das alles denn machen? Das verstehe ich, absolut. Ne? Ich verstehe das. Dass Ihr Mandant dementsprechend auch bei der Polizei anfangen möchte. Das kann ich auch nachvollziehen. Nur aktuell kann das nicht, weil noch ein anderes Strafverfahren gegen ihn läuft. Ja gut, aber eine Sache nach der also anderen. Ihr Mandanten entsteht dadurch erstmal kein Nachteil, wenn ich das jetzt erstmal ein bisschen nach hinten verschiebe. Ja. Verstehen Sie? Ich verstehe das, aber es ist halt trotzdem super schwierig zu arbeiten, wenn die beteiligten Staatsanwälte irgendwie nur einmal die Woche auftauchen. Das ist halt kacke. Genau, aber Mr. Callahan ist in der Regel ja öfter da. Der hat jetzt nur einmalig Urlaub. Ja. Eine gewisse Zeit. Ne? Das ist aber schon vorhin klar gewesen, dass er diese Woche nicht da ist. Aber gibt es eine Möglichkeit, das trotzdem irgendwie vorher zu klären, als jetzt noch eine Woche zu warten? Ich sage ja nicht heute oder morgen, aber Ja, wie gesagt, ich habe ja schon versucht, mit dem District Attorney zu klären. Der District Attorney weiß über den Fall nicht Bescheid tatsächlich. Okay. Ich könnte noch versuchen, da irgendeinen Officer, der dementsprechend daran beteiligt war, noch zu fragen. Mhm. Aber das ist erstmal alles, was ich machen kann. Endgültig Klarheit wird wahrscheinlich nur Mr. Keller hinbringen, in dem Fall. Ne? Anders geht das halt nicht. Aber ich meine, das läuft auf eine Einstellung von dem Ding hinaus. Das kann, also meiner Meinung nach sieht es erstmal so aus. Ja. Ne? Sieht es erstmal so aus. Aber wie gesagt, ich kann es
Von mir aus nicht. Ich kann keine Strafbefehle zurücknehmen, vom Gesetzes wegen her. Das kann ich erstmal nicht. Ich kann den Sachverhalt erstmal prüfen, könnte dann die gesamte Akte schließen, aber da brauche ich wirklich alle Aussagen für. Da brauche ich alle Aussagen für. Ansonsten kann ich es leider nicht machen. Da sind mir auch die Hände gebunden. Ich bin nicht Chief Justice, ich bin kein Kontrollorgan. Also ich bin schon Kontrollorgan, aber ich habe nicht die Macht, die ein Chief Justice zum Beispiel hätte. Der könnte das direkt entscheiden, aber ich kann es nicht. Wie kann denn das sein, dass die Frau Zane dem Herrn Peanut die gleiche oder wegen der gleichen Sache den Strafbefehl nochmal mündlich ausstellt? Mit einer Frist von 72 Stunden. Ja, ich meine, dass das wirksam wird. Wenn bis dahin also überhaupt nicht geklärt sein kann in dieser Zeitspanne, was sie ja weiß, wenn der so lange im Urlaub ist. Genau, theoretisch. Das ist ja gar nicht geklärt oder klärbar bis dahin, ob das jetzt überhaupt geht. Richtig, also rein theoretisch ist es so, dass sie jetzt erstmal davon ausgeht, dass ihm der Strafbefehl gar nicht eröffnet wurde. Ne, dass das halt falsch eingetragen wurde in der Akte oder ein Übertragungsfehler drin ist, kann unterschiedliche Gründe haben. Und deswegen hat sie pro forma erstmal gesagt, okay, hiermit erstelle ich ihn erstmal neu aus. Dann haben sie wieder eine Widerrufsmöglichkeit gegenüber dem Strafbefehl, wovon er gestern auch direkt Gebrauch gemacht hat. Er möchte direkt widerrufen und das Ganze über die Richterschaft überprüfen lassen. Und wir überprüfen das jetzt. Also deswegen weiß ich nicht anders zu helfen. Ich hätte gerne, dass ab Montag die 72 Stunden gelten, beziehungsweise ab dem Moment, wo sie mit Kellerin gesprochen haben und das Ding geklärt ist. Weil sonst ist es ja, also sonst machen wir einen Schritt, überspringen wir irgendwie und vielleicht wird das Ganze am Montag, Dienstag fallen gelassen, wenn Kellerin dazu ausgesagt hat und dann wäre er ja aber schon verurteilt. Genau. Na, mit den 72, das kommt halt nicht hin, wie der Kollege sagt. Brock, wie geht's Ihnen? Halbwegs gut. Also ich bin durchgecheckt worden. Es scheint alles okay zu sein. Sehr gut. Ich glaube, der Schock sitzt tiefer als der körperliche Schaden. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir sind jetzt gerade zur Gemeinschaftspraxis gefahren. Alles klar, gut. Wo sind Sie? Ich bin jetzt da, wo wir gestartet haben. Ich würde dann einfach mit einem Taxi auch zur Praxis kommen. Nein, alles gut, wir holen Sie ab. Okay, gut. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Wir holen ihn ab. Aber Sie können mir ja die Akte mal vorlesen. Ja. Es ging um eine Entführung an der Pferderanch. Ja, die Aussage von der Frau habe ich irgendwie gelesen. Ja, das waren irgendwie Personen. Einer hatte rote Haare, einer hat lange blonde Haare. Sie hat schon lange keine langen blonden Haare. Das ist, glaube ich, ein Herr. Und steht halt dann trotzdem irgendwie Siggi nochmal drin. Aber das darunter habe ich irgendwie dann nicht mehr gelesen. Die haben mich nach Siggi von den Devils und meinem Job beim DOJ befragt. Einer hatte rot-orangene Haare, einer lange blonde Haare, beiden waren nicht maskiert. Ich habe alle 7 bis 8 Leute niedergeschossen. Siggi hatte einen Revolver. Da widerspricht er sich ja schon in seiner eigenen Aussage. Was war? Er hat Leute niedergeschossen? Oder er wurde niedergeschossen? Er wurde niedergeschossen von 7 bis 8 Leuten, die ihn da gekidnappt haben. Muss kurz was sehen. Hi. Ja, Haki hier. Hi Haki, ne? Wie geht's dir? Na, Urlaub war ganz toll, bis ich gestern wiedergekommen bin. Okay. Warum? Also, wir hatten ja dieses Ding da im Knast, ne? Wo wir eigentlich Widerspruch eingelegt haben, aber dann war ich irgendwie ein paar Tage später nochmal bei euch und wir haben den Widerspruch zurückgezogen und ich bin die Haft angetreten, aber niemand hat es aufgeschrieben. Warte mal, du warst bei uns? Ja, bei einem deiner Kollegen. Also nicht der Kollege, der mit im Gerichtssaal bei Poppy war, sondern der andere Herr. Ja, wir sind ein paar mittlerweile und ein paar andere auch als davor. Okay, du hast das also schon abgesessen gehabt. Und jetzt schießt du auf der Fahndungsliste, nehme ich an, und deswegen rufst du mich an. Im Prinzip hat Staatsanwalt Delanoir mir gesagt, ich soll mich mal bei dir melden, so, weil ich war gestern mal wieder hier so und auch hatte mit der Polizei zu tun. Und bin in den Knast gegangen. Aber das ist alles erledigt. Nur diese 300 oder 350. Ja, 10.000, 15.000, ne? Irgendwie sowas war das. Genau, richtig. Das ist jetzt immer noch offen, obwohl ich das definitiv abgesessen habe. Auch der Max Wagner hat das ja abgesessen. Ich war, wie gesagt, 1-2 Tage später kurz bei euch in der Kanzlei, hab da mit dem. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Nicht reden wir, die Chef, ne?
Hab mit dem guten Kollegen geschnackt, der hat noch kurz bei der Staatsanwaltschaft angerufen wegen Max, weil der am nächsten Tag, wo die Frist ausgelaufen wäre, eine Stunde später in den Knast wollte. Das ist dann auch alles kein Problem gewesen, dann bin ich zur Polizei und hab mich gestellt. Aber keiner hat's aufgeschrieben. Was mache ich denn da jetzt? Weißt du, wer dich eingegrissen hat? Nein, das natürlich nicht. Das ist auch alles schon so ewig her. Das sage ich doch immer. Schreibt euch das auf, merkt euch das, das ist wichtig. Ja, verdammt, das hat mir keiner gesagt, aber ich hätte auch selber drauf kommen können, ja. Ja, das Ding ist, weißt du, ich kann das jetzt auf jeden Fall sagen und dann werden die sagen, ja, wer hat die verhaftet? Und dann muss ich sagen, ja, keine Ahnung. Und dann sagen die, ja, schwierig nachzuvollziehen, ne? Ja, ja, klar. Ich werde es versuchen, wenn Staatsanwältin dann war und dann gucke ich mal. Weil der ja, ansonsten fahre ich auch gleich nochmal bei ihm vorbei und sage, dass ich, ja, ich kann im Prinzip nicht viel tun, so, also. Ich rufe dich gleich zurück. Er hat auf jeden Fall jetzt erstmal reingeschrieben, dass ich bin zwar noch auf der Fahndungsliste, aber dass das noch geklärt werden muss, so in etwa, ja. Ja, dann fahre ich direkt mal wieder zu dir, Jake, dann gucken wir mal. Ja, ich komme da hin, dann können wir uns da treffen. Okay, super, machen wir so. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Tschüssi. Wir müssen direkt wieder zum DOJ, weil Mr. Brook, hatten Sie mit Mr. Hackey gesprochen? Das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Aber haben Sie? Irgendwann einmal. Also ich glaube, ich habe ihn mal in den Zellen gehabt. Nee, es geht darum, dass er einen Strafbefehl bekommen hat. Ja. Und er gibt an, mit einem meiner Kollegen gesprochen zu haben, dass er den Strafbefehl annehmen wird. Und dann hat er den auch abgesessen. Ja. Aber das wurde halt nicht vermerkt, ich wusste halt auch nicht Bescheid und dann hatte ich mit Delanois gesprochen, weil ich es halt eben nicht wusste und er nicht erreichbar war. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann muss er halt auf die Fahndungsliste so, weil was soll ich machen, wenn er nicht erreichbar ist. Aber er sagt, er hat mit einem von uns gesprochen und hat es definitiv abgerissen. Also, ja, ich kann mich an ihn erinnern, und aber also, es war circa... Das muss, ich weiß nicht, zwei Wochen. Mehr, ja. Ja, ja, so in etwa. Und ich glaube, er war mit seiner Freundin gemeinsam. Ah. Naja, so, haben Sie über den Strafbefehl gesprochen oder? Wissen Sie das? Können Sie das bestätigen? Ich müsste in meinen Notizen nachschauen. Also so ad hoc kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja. Ja, er sagt doch nicht, dass Sie das waren, sondern einer meiner Kollegen. Und es war auf jeden Fall nicht Mr. Romano, er weiß jetzt aber auch nicht mehr. Dann warten Sie mal kurz. Deswegen frage ich. Könnte auch Mr. Dunn gewesen sein. Ich habe die Telefonnummer von Haki. Ja. Das ist, glaube ich, nicht sein richtiger Name, aber ich könnte ihn mal anrufen. Vielleicht erkennt er mich an der Stimme. Nee, also an der Stimme würde er sie bestimmt nicht erkennen, aber er ist auch auf dem Weg hier. Okay. Aber Mr. Delanois hat das Handy aus. Das heißt, er ist gar nicht erreichbar. Was? Und es wurde nicht in den Akten vermerkt, dass der Strafbefehl angenommen und super, abgesessen? Super häufig wird das nicht eingetragen. Ja, hallo. Ja, hey, ja, ich nochmal. Hast du eben mit Delanois gesprochen, weil gab es dein Handy aus? Nee, gestern habe ich mit Delanois gesprochen. Ja gut, wir brauchen den, ne? Wenn du sein Handy aus ist, können wir, weiß ich nicht, wo er steckt. Achso, ja, dann können wir uns das schenken, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Gut, dass wir über beide hierher gefahren sind. Warte mal, Staatsanwalt Delanois? Nee, das ist mein Mitbruder. Nein. Ach so, verdammt! Ach ja, hallo! Kann es sein, dass wir gemeinsam in den Zellen waren? Ja, das kann gut sein. Und ich glaube, wir waren ja am nächsten Tag auch noch, oder am übernächsten Tag waren wir bei Ihnen im Büro und da haben Sie noch mit der Staatsanwaltschaft telefoniert wegen dem Max Wagner, weil der eine Stunde später, als die Frist abgelaufen wäre, sich stellen wollte. Da ja, hatten Sie noch geklärt. Ja, da hat es geheißen, so, dass das alles noch in Ordnung ist. Da habe ich mit der Staatsanwaltschaft geredet, weil der wollte sich, glaube ich, kurz vor 24 Uhr stellen und das passt alles. Mit wem haben Sie da gesprochen? Von der Staatsanwaltschaft? Ja, das ist alles so lange her. Ja, eben. Namen merken. Wirklich. Das ist so wichtig. Und ich weiß, ich bin an dem Tag, wo wir das Gespräch bei Ihnen im Büro haben, abends noch in den Knast gegangen. Und Max halt dementsprechend am nächsten Tag. Mhm. Und ich meine, meins müsste am 17. gewesen sein und Max am 18. Soweit konnte ich rekonstruieren, aber ganz sicher ist das auch nicht. Ja, der okay. Strafbefehl, warte mal, ich kann Ihnen genau sagen, wann der war, weil ich habe die Akte noch. Weil Mr. Delanois hatte mich angesprochen und dann hat sie ein paar verpasste Anrufe von mir. Ja, genau, habe ich gesehen, ja. Und das war halt so der Abend, wo wir gesagt haben, naja, okay, ich kann sie halt leider nicht erreichen. Der Widerspruch ist jetzt, da waren jetzt nicht 72 Stunden Zeit, sondern 2 Wochen. Mhm.
wir haben jetzt irgendwie nicht nochmal miteinander gesprochen, dann ja, okay, dann müssen sie das halt absetzen, so, ne? Das jo, war ja, ein ja, bisschen richtig. Und ich bin halt in Urlaub mit dem Gedanken so, hey, ist ja eh alles erledigt, so. Ja, ja, deswegen, damit auch. Das, die Tat an sich war am 16.10. und der Strafbefehl war auch am 16.10. Ja, dann passt das aber. Dann passt es, dass ich am 17. gegangen bin und Max am 18. Genau. Und am 1. November haben wir darüber nochmal gesprochen, also wirklich 2 Wochen später so. Ja. Okay. Herr Bradford hat sich gemeldet. Er hat noch 2 interessante Informationen, die entlastet sein könnten. Könnte man uns mit ihm treffen, also... Ja, gerne. Machen Sie einen Termin aus, wenn er Zeit hat. Für jetzt dann, oder haben wir jetzt dann noch irgendwas anderes naja, vor? Wir warten, dass die Devils sich melden, aber zur Not splitten wir uns dann. Hi. Nein, hallo. Alle fertig, ne? Hi. Na, wie geht's euch? Guten Hi. Ja, hi. Ich bin kurz vor mentally insane, ne? Sag ja, ich ja auch. Straight out of prison. Ja. Sollen wir hochgehen? Ja, komm doch hoch in ein Büro, damit ich die Miete auch mal auszahle, dass du das bezahlst, ne? Ja, richtig. Ja. Die Miete habe ich nicht bezahlt, aber ja. Dann nimm einfach die Rollschuhe hier mit, warte. Ja, ey, der Junge hat heute wie ein Clown gefrühstückt. Junge, also wirklich. Ne? Oh ja, klar, die liegt hier nicht da. Na klar. Na klar. Mein Geld reicht nicht, damit die anderen. In welchen Stock fahren wir? In den 3. In den 5? 3. Oh mein Gott, hoffentlich fallen wir nicht hoch. Oh mein Gott. Scheiße, ist der Fahrstuhl abgestürzt. Oh, Bruno, kannst du mich adoptieren, bitte? Ich weiß nicht, könnt ihr mich adoptieren? Ich bin auch kein Bock. Nee, das willst du nicht, das willst du nicht. Oh, oh Gott. Meine Nerven. Bist du unsere Anwältin, muss Bock haben. Ja. Gar nicht. Ja, wir dürfen uns ja irgendwie zu Hause finden, hast du, glaube ich, gesagt mal, ne? Ja, richtig, richtig. Oh nein, okay. Nein, nein. Oh nein, sag das einfach los. Ja. Oh, das ist aber nett, ja. Als ich gesagt habe, kann die Person ohne Hose wieder mal sehen. War das so ein nackter Mann-Ding, oder? Nee, das war ein, wie heißen die Dinger, wenn man aus dem Bademantel. Ach, mit Bademantel. Ja, okay, das ist ja noch. Schön, schön. Ich, So. Wo habe ich die Akte? Hier habe ich die Akte. Ja, erstmal wollte ich generell mit euch sprechen wegen gestern. Ich habe da 3 COCPs in den Raum geworfen bei einem Richter. Okay, das, welche? Alle. Alle. Ach, also wirklich alle. Also, die haben ja so. Also möchtest du kurz meine Version hören? Ja, gerne. Also, hier Siggi und ein paar andere waren schon da. Ich bin, in dem Auto mit Jackson, mit Anne. Ja. Sind hingefahren, haben halt gesehen, Blaulicht. Sind Jackson dazu. Eigentlich? Der jüngste Mitglied. Ah, okay. Der zweitjüngste eigentlich. Und. Ja, da standen sie alle mit ihren Sturmgewehren, wurden auch direkt super freundlich, wie man es kennt, empfangen. Mhm. Der eine Officer hat gar nicht mit mir geredet, wollte zur Bude laufen. Dir, ne? Was sagst du? Ich habe mir kurz deine Hausschuhe ausgeliehen, ne? Ja, klar. Ja, ne? Hat sich einfach gedacht, vor mich gestellt. Noch rein, bestimmt. Das ist so dumm. Entschuldigung. Hat sich vor mich. Oh nein. Hat sich vor mich gestellt, nichts gesagt, hat mich quasi rumgeschubst. Da habe ich ihn so ein bisschen weggeschubst. Hat er direkt sein Sturmgewehr gezogen, hier 5, 6, 7 Mal fast auf mich geschossen. Ich würde sagen, hat er dich getroffen oder nicht? Aber nee, er hat mich nicht getroffen. Zum Glück auch, aber er stand halt 2 Meter vor mir. Aber er hat halt wirklich, also ich hab's fast schon, ne, an den Armhaaren gespürt. Hm. Und er hat gesagt, ja, nächstes Mal schieße ich dich weg. Und, ne, also hier auch voll gedroht. Hm. Dann hat er, ohne was zu sagen, nachdem er mich durchsucht hatte, also ich wusste auch bis dahin nur, dass es eine Razzia gibt, aber auch sonst nichts. Oh, Moment. Ja, ja denn? Was zu trinken, vorne, ne? Ja, ich geb dir was. Ach so, ihr müsst einmal bitte die Tür aufmachen.
Ja, warte ich mal auf. Hättest du wenigstens vorher abtrocknen können. Ja, und das Schlimme ist, das war nicht die Schuhe. Ey, ich will ein Bier nehmen. Okay. Dann, ne. Ja. Bedien dich einfach. Mann, das sind einfach nicht Schuhe. Die Spaß ist weg. Ey, zieh doch die Kacke bitte raus. Dankeschön, Mann. Nee, lass die Kacke bitte an, ich würde das so machen. Nein. Ah, heute ist psychedelischer Pilze-Dienstag. Ja, danach könnt ihr den Teppich auch wegwerfen, wenn er mit seinem Käse morgen noch steht. Ey, ihr könnt jetzt nicht hier Brunos Platz klauen, ja? Also so funktioniert das nicht. Ich steh mal, passt. Alessandra, ich habe gerade erfahren, heute ist psychedelischer Pilze-Dienstag. Ja, okay. Oh, danke. Wir sind falsch angezogen. Ja, das stimmt. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, zu keinem Zeitpunkt. Also ich würde sagen, in der vierten auf jeden Fall. So, zu keinem Zeitpunkt wurde halt irgendwie erläutert, weswegen ich festgenommen werde. Am Anfang dachte ich nur wegen der Durchsuchung. Dort wurde mir auch kommentarlos einfach mal alles, was ich dabei hatte, weggenommen. Also wirklich alles, Essen, Trinken komplett. Ich stand da nur noch mit meinen Klamotten. Ja, dann wurde ich ins Auto gesetzt und ins Prison gefahren. Ja. Und auch dort hat man uns... zumindest mir nicht wirklich gesagt, worum es geht, außer dass man bei Siggi angeblich eine AK gefunden hat, die bislang auch noch nach mehrfacher Rückversicherung jetzt, sowohl von Richterschaft als auch PD, nicht in der Akte steht. Es wurde vor Ort der Haftbefehl nicht richtig ausgesprochen, einfach nur 20.000 oder 400 Einheiten. Wir durften keinen Einspruch dagegen erheben, hat heute der Richter auch nochmal gesagt, Delanois, dass das komplett falsch ist und er sehr viele Fragezeichen hat. Wir hätten das Recht, auf jeden Fall das zu verneinen und dann wird es zu einer Anhörung kommen. Das Recht wurde nicht eingeräumt und wir keinen Anwalt bekommen haben. Oh, Junge, aber beschwerst du dich gerade, Alter? Ja, sie wollte wissen. Ja, komm mal auf den Punkt, Junge. Ich kenne ja mal meine Version der Geschichte. Anziehen. Der labert ja mehr als Ari damals. Also das... okay, der ist unsympathisch. Ja, ja, finde ich. Also pass auf. Das bin ich froh, dass ich den nicht kennengelernt habe. Oh, wie er da liegt, Junge. Wir haben da noch einen anderen Mandanten. Nur damit der Drama vielleicht Queen. Nichts hört. Genau. Ein bisschen leiser sprechen. Vielen Dank. Ja. Für den eigenen Schutz. Hey, such dein eigenes Büro, Junge. Hab ich auch. Warum spricht der Parkwächter? Vom DOJ nicht sprechen. Hey, 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 nichts gegen meinen Anwalt, der ist super. Okay, pass auf. Also ich hatte gestern einen verpassten Anruf von Anne. Wo ist die jetzt eigentlich? Die war doch auch gerade noch. Egal. Die telefoniert gerade. Auf jeden Fall hatte ich einen verpassten Anruf von ihr. Ich war halt irgendwie kurz im Tunnelaufzug Klo und hab dann sie zurückgerufen, Handy war aus. Und ich hatte einen verpassten Anruf von Ferguson. Den habe ich nämlich auch zurückgerufen. Und dann hat der mich weggedrückt, so mehrmals. Und habe mich dann später mit Anne getroffen und die hat mir die ganze Geschichte erzählt. Und dann bin ich zum Richter gegangen, mit dem ja, aber ich auch stinksauer darüber, ehrlich gesagt, Anne, dass du 20.000 dafür bezahlt hast, ne? Wusste ja, ich die ist doch gar nicht so sauer, Mann. Ja, Anne ist sauer. Ja. Kann man auch mal sagen. Aber ihr könnt sagen, ich habe mein Umut geäußert. Ja. Ja, Augen aus dem Handy und, ne? Hä, das Bier Umgebung. Ist falsch, Schal, ist das Kölsch oder was? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich denke, Junge. Ja, aus Rotterdam. Auf jeden Fall war ich bei einem Richter und wir haben bestimmt eine Stunde, eineinhalb darüber gesprochen. Ich habe ihm das gesagt mit den Schüssen. Das habe ich ihm gemeldet, das ist ein COCP. Dann habe ich ein COCP gemeldet, weil die euch keine 72 Stunden eingeräumt haben, das anzunehmen oder abzulehnen. Dann habe ich angemerkt, dass diese AK euch gar nicht gehört hat. Und woher diese AK kommt und konnte da Zweifel sehen. Oh. Und dann habe ich, ja, weiter, ich ne? COCP, genau, weil ich habe bei Ferguson mich halt nicht, dann, ne, der hat mich halt weggedrückt und ich habe halt bei der PD-Leitstelle gefragt, weil ich irgendwie einfach wissen wollte, warum eure Handys alle aus sind. Und dann dachte ich, okay, vielleicht seid ihr in den Zellen. Dann habe ich danach gefragt und die haben gesagt, nö, ihr seid nicht in Haft. Also das sind alles Verstöße, die ich angemerkt habe und ich habe heute auch ein paar Neuigkeiten. Ja. Ja, das mit den Schüssen findet der Richter gerechtfertigt, weil er ja die Waffe gerade in der Hand hat und das ist dann quasi Notwehr, weil du ihn zuerst angegriffen hast. Ich habe ihn aber nicht geschlagen, er hat mir den Weg versperrt, hat nicht mit mir gesprochen, hat sich einfach in den Weg gestellt, ich wollte nur zur Wohnung, es wurde mir nicht gesagt, dass ich stehen bleiben soll,
Und dann habe ich ihn halt geschubst, so ein bisschen, ne, aber keine reingehauen. Und dann hat er direkt 5-6 Mal, also er hat wirklich, ich habe die Mündung eigentlich schon gesehen. Ja. Also Anne kann es auch bezeugen und hat geschossen und hat dann auch gleich gesagt, dass er mich nächstes Mal über den Haufen schießt. Und zu Anne wurde auch gesagt bezüglich hier Rechte und so, ja, sie hat das Recht, ihre Fresse zu halten. Ja, das habe ich alles so genauso weitergegeben. Das hat der Richter auch auf dem Tisch, hat er uns gegenüber auch tickt und er hat drei große Fragezeichen. Ja. Er wird sich auf jeden Fall da dran klemmen, weil er findet, das übersteigt das Ganze ein bisschen bei Weitem. Ja, finde ich auch. Und wenn sich das bestätigt, gibt es da auf jeden Fall auch richtig auf den Sack. Also das hat er auch schon gesagt. Ich hoffe. Dann habe ich mit Pierce auch gesprochen, das war der Staatsanwalt, der da war, der meinte, er hätte euch das mit den 72 Stunden gesagt, aber das PD hätte da reingeschissen und ihr hättet auf das PD gehört, was ich so ehrlich gesagt nicht glaube. Ja, da muss man sich Gehör verschaffen. Ich habe heute auf jeden Fall die weißen Tennissocken auch mal angezogen. Leute, merkt mal. Und, Leute. Was? Wir haben alles, was wir brauchen jetzt. Oh. Haben wir eine AK? Nicht mehr. Warum hast du nur ein Handtuch an? Ich glaube, ich will zu Hause führen. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt den ja gut, dann Abmarsch. Lassen, ne? Das heißt, wir müssen ganz dringend los. Ja, geht ganz dringend los. Sigi und Mossi, euch brauche ich nachher nochmal. Meldet euch einfach, ne? Ja, machen wir. Geh bitte eine Hose an vorher. Ich sag's euch, pass auf, falls du uns heute nicht mehr sehen solltest. War schön mit dir. Hör zu. Ja. Es war an dem Abend, wo Gunni verschwunden ist. War nur noch ein einziger Detective im Dienst. Ach, wirklich? Oh Gott. Gerade erfahren. Rat mal, wer? Cloud? Ja, richtig. Es zieht Nebel auf. Und ich ging es töten. Ich meinte. Gunni ist verschwunden. Gunni ist seit 3 Tagen weg, ja? Okay. Und der hätte sich gemeldet in der Zwischenzeit, 100%ig. Habt ihr das angezeigt? Soll ich das zeigen? Ja. Nee, haben wir schon. Zeigt jetzt noch, aber das auch nochmal an separat. Ich weiß das gerade, wo Cloud ist, das von PD. Ich werde mit ihm reden wollen. Ja, mach das. Einseitig. Monolog und so. Kann ich mir die Hose hier leihen? Klar. Wirklich? Ja. Nimm die Hose, wenn sie dir passt. Die gehört die Schuhe? Ja. Die kannst du auch nehmen. Ich hab meine ganze Garderobe mitgebracht. Alles hier auf dem Couch, das ist ja alles. Willst du da mitgehen oder willst du? Naja, ich habe mich vorhin schnell umgezogen, weil halt Leisure Dienstag ist. Also die zieh ich auf gar keinen Fall an die Schuhe. Sag mal, tauscht die hier ein? Nee, will ich auch nicht umziehen. Der ist jetzt Anwalt bei uns, oder? Ja, ich glaube, der passt auf, dass wir keinen Blödsinn machen oder so. Ich glaube auch. Hey, Vegas! Kackvogel! Hallo! Ich schicke ihn dann nach. Hä, okay. Was ist denn, Mann? Du bist los, das ist ja ein Trümmerhaufen. Eieieiei. Sympathisch. Ja, okay, aber jetzt kann ich mir dann vielleicht die Akte durchlesen. Zu Ende. Sehr interessant. Ja. Ich kann ja grob mal zusammenfassen, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, warte, lass uns einfach zusammen reingucken. Das war Sammelakte, nee, das war's nicht. Das war die Geschichte vor einer Stunde. Genau. Das Interessante ist der forensische Bericht. Warum ist ständig irgendwas in den Entwürfen? Ne? Ich raste komplett aus. Warum standen diese Scheißakten immer in Entwürfe? Sobald man da irgendwas ändert in der Akte, wird die als Entwurf gespeichert. Ja, okay, aber sie ist noch im Posteingang. Genau. Okay, also der forensische Bericht. Genau. Ja. Es wurden 3 Kugeln in dem Körper gefunden, laut medizinischer Akte. Mhm. Die stammen alle von der gleichen Waffe. Mhm. Keine davon ist von einem Revolver. Das sind alles 3 9mm Kugeln aus der gleichen Pistole. Ja. Diese Pistole wurde am 12.10., also 3 Tage vor diesem Vorfall, von Kilpatrick beschlagnahmt, der ja von den Devils ist, und wurde dann ihm aber wiedergegeben und wurde später in dem Lager von einem Ricardo Juarez beschlagnahmt. Ja, so haben die nichts. Die haben überhaupt nichts. Die haben eine Waffe, mit der geschossen wurde, und diese Waffe gehört einem Thorsten Rebt und wurde in dem Lager von Ricardo Juarez beschlagnahmt. Die hat wohl mal zwischenzeitlich Kilpatrick gehört, aber das war 3 Tage, also 3 Tage bevor diese Waffe quasi benutzt wurde, wurde die Kilpatrick von Kilpatrick konfisziert. Und jetzt kommt's bei dieser Dacia, das ist ja von Ricky, wo die Waffe gefunden wurde im Lager, die geben an, dass den Waffen untergeholt wurden.
Alter. Und das ist eine Waffe, die kurz vorher konfisziert wurde. Sheesh. Sheesh, das ist wirklich sheesh. Das ist sheesh. Das ist sheesh-Material, Alessandra. Hm. Aber shit, die wurde ihm zurückgegeben, oder was? Warte, lass mich kurz. Nee, die wurde ihm nicht zurückgegeben. Also die wurde konfisziert am 12. Wo steht denn das? Warte mal. 15., 19., 20., 24. Ah, hier. Zusätzliche Information. Die Schusswaffe wurde offiziell erworben von Thorsten Reeb am 3.9. gegen 20 Uhr. Sie wurde am 12.10. von Maurice Kilpatrick konfisziert. Leider gab es ein Missverständnis zwischen Staatsanwaltschaft, weswegen die Waffe trotz zweifelhafter Besitzern 20 Minuten später an Kilpatrick ausgehändigt wurde. Doch da steht da, dass er die wieder hat. Ein paar Tage später wurde sie dann am 15.10. nachweisbar gegen Mr. Valentini abgefeuert und am 19.10. im Zuge der Razzia konfisziert. Hm? Genau, aber halt bei Ricardo. Und ich will wissen, ob Kilpatrick die wirklich wiederbekommen hat. Ja, aber selbst wenn er die wiederbekommen hat, kann die ja in der Zwischenzeit zu jedem Zeitpunkt bei diesem Juarez gelandet sein. Ja, oder sonst wo. Und die können absolut nicht nachweisen, dass Kilpatrick diese Waffe abgefeuert hat. Richtig, das ist für den Fall. Aber wenn er jetzt aussagt, dass er diese Waffe niemals wiederbekommen hat und Ricky zeitgleich aussagt, dass bei dieser Razzia Waffen untergejubelt wurden, sind, ja. Dann haben wir einen Beweis. Alter. Sheesh. Anstatt rechtmäßig belehrt ja, zu hören. Ja, hallo? Ciao. Ich habe mich mit einem anderen Staatsanwalt unterhalten. Ja. Und du standest tatsächlich wegen 4 Sachen auf der Fahndungsliste. Ja, nee, 3, glaube ich. Aber, ja, wir konnten alles abklären, bis auf eine Akte, und das sind 20 Hafteinheiten. Okay, und das heißt, was ist das? Das bedeutet, du musst 20 Minuten absitzen. Das ist das Aktenzeichen. Hast du was zu schreiben? Warte. Hm. Ja, ich habe was zu schreiben. 5, 8, 7. 5, 8. 9, 9. Also 5, 8, 7, 9, 9. Okay. Weißt du zufällig noch, was das war? Das war irgendwas mit Poppy. Aber okay, mehr Infos habe ich jetzt nicht. Ich weiß nur, ist das gestern nicht gleich gemacht worden? Weil wenn das offen ist und ich auf der Fahndungsliste deswegen stande, ich war ja gestern da, der hat mich doch wegen allem verklagt, der Delanoir. Nur wegen dieser 300 Schieß-mich-tot-Geschichte nicht. Ich gehe davon aus, dass das nicht von gestern ist, weil sonst würdest du... Also der Schatzanwalt hat sich jetzt alle Akten angeguckt, hat gemeint, du hattest irgendwie noch 80 offen irgendwo. Dann meint er, nee, das ist schon erledigt. Dann hattest du irgendwie noch 30 offen. Das war aber gar nicht deine Akte. Okay. Und dann hattest du halt noch die Geschichte vom 17. Das ist jetzt auch erledigt. Das ist auch vom Tisch. Jetzt hast du halt noch diese 20 Hafteinheiten... Okay, da gehe ich wahrscheinlich einfach ins PD und sage, hallo, hier bin ich, ne? 20 Minuten, ne, so. Ja, 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 ja. Dann sagst du denen aber bitte das Aktenzeichen und du schreibst dir bitte den Officer auf, der dich da inhaftiert hat. Auf jeden Fall. Damit ich du da runtergenommen wirst. Ich lasse mich das auch gegenquittieren. Ja. Also, ja, alles klar, super, vielen okay. Dank. Ja, gerne. Was bekommst du dafür? Alles gut, ne? Weiterempfehlen, weißt doch, wie es ist. Ja, okay, alles klar, ich mach trotzdem, okay. Super. Alles klar, danke. Tschüss. Alessandra. Hey, mein Lieber, tut mir leid, das Telefon glüht heute. Das macht nichts. Eigentlich, wo ich dich angerufen habe, hattest du überlegt, so, ne? Wollen wir das PD verklagen wegen $300? PD verklagen wegen $300? Ja, ja. Die können mir keine Info rausgeben, warum mein Auto gestern abgesteppt worden ist und warum ich der Verwaschstelle gelandet ist und warum ich $300 dafür zahlen sollte, obwohl ich auf dem offiziellen Parkplatz geparkt habe. Okay, Und die Idioten haben das vergessen einzutragen, dass das Auto da steht. Das habe ich nur herausgefunden, weil ich beim Kenntnis Gewerbepark war. Ja, kümmern wir uns auf jeden Fall drum. Die Verklagen, sage ich dir ehrlich, bringt halt nicht so viel. Kein Grund, aber außer sich die müssen auf jeden Fall dir Kollegen Bescheid geben können, warum sie da den Wagen konfisziert haben. So. Ja, wer das konfisziert hat und warum. Ja, konnten sie mir nicht. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachfragen, warte mal. Du bist die Beste, weißt du das? Was kannst du mir sagen? Das weiß ich doch. Kannst du mir sagen, was für ein Auto das ist? Es war der giftgrüne Tempester von Billy Queens. Mit dem Kennzeichen. Billy Queens, ja. So, mit dem Kennzeichen LSJABKV. LSJ? A. A. BKV. BKV. Das heißt, es ist gar nicht dein Wagen, oder wie?
Nö, aber ich habe einen Schlüssel dazu und ich darf ja damit fahren, offiziell. Ja, wo hast du den geparkt gehabt? Gegenüber vom Life Invader gestern am 6.11. Hey, guck mal, Da, die mein Lieber. Die der Stadt, hat gar keine Zeit mehr für den Video, Ich sag's dir, die letzten zwei Tage sind wild und der heutige Abend läuft auch noch. Wie geht's dir? Ja, weiß ich nicht, die an die komische Pizzalane rum, Die Mäßig ist wieder da übrigens. Weißt du? Dimi. Wer ist Dimi? Nee. Ich glaube, da wird sich was Neues zusammenfinden, ne? Dimi ist, er war dann bei dem LSC mit Tong zusammen, ja? Okay. Und er so eine Art Rennbusiness machen und dann ist er ein bisschen abgehauen. Dimi hat er mir gerade erzählt, er ist wieder da, wahrscheinlich wegen Asimov, ja? Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwas aufbauen. Ah, schön. Sehr schön. Freut mich. Okay. Ich habe mal irgendwas gehört, das hat irgendjemand auf Telefon erzählt, ich weiß aber nicht mal wer. Mhm. Es gibt so eine russische Familie, die irgendwo in der Stadt ist. Weißt du was irgendwas drüber? Bisher noch nichts gehört. Ja, dann muss ich mal Heinrich anrufen. Keine Berührungspunkte gehabt. Ja. Du bist auch gestern eine, deswegen habe ich dich auch angerufen, ich hatte gestern eine Aussprache mit Heinrich. Und? Ich habe ihm gesagt, warum er mich anlügt. Ich habe ihn gefragt direkt, Aha, und was hat er gesagt? Und er meinte, da sind halt Leute, die scheinbar eine kürzere Finger an der Pistole haben und auch größere Waffen damit. Ja. Ja. Wenn die zu ihm sagen, er soll nicht reden, dann redet er nicht. Er hat ihm gesagt, Heinrich, weißt du, du kannst dir sagen, dass du die Person kennst, aber dass du aber nicht drüber reden darfst. Das ist was anderes. Du brauchst nichts zu tun, als wenn du ihn überhaupt nicht kennst. Ja, oder einfach generell sagen, dass das nichts, worüber ich reden kann oder irgendwie so. Nee, genau, Das wäre auf jeden Fall ehrlich. Und ich habe gesagt, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, Warum lügst du mich denn an, Wir waren immer offen und ehrlich zueinander, Und hat er das irgendwie hat auf jeden Fall verstanden. Sie hat auf jeden Fall, verstanden, er meinte, er hat mich die Leute auch so ein bisschen vorgestellt und habe ich gesagt, ich musste nicht unbedingt machen, Ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen, Und ich möchte einfach nur, dass ihr irgendwie doch ein bisschen mehr zusammenarbeitet. Und ich habe mir auch direkt gesagt, ich hätte mir damals sehr gewünscht, dass du zu uns kommst, und wir was ganz Neues in Wege einschlagen, Aber dein Weg ist dein Weg, musst du selber wissen, Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wenn ich anrufe, dann sagst du immer, du hast keine Zeit, ich kann da nicht mitkommen. Früher haben wir Aufträge zusammen gemacht, Ja, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Würde mich freuen. Ich mag Irish an sich. Ich auch, Muss mal gucken, wie sich die öffnen, könnte. Okay. Nee, gut, das war so der Zwischenstand, den ich jetzt aktuell habe. Okay, schön. Das freut mich. Aktuell brennt die Kanzlei. Ich war gestern den ganzen Abend in irgendwelchen Meetings und heute glüht das Telefon auch. Also ich muss mal die Anrufe zählen, aber es waren bestimmt schon 40 oder so, die heute reingekommen sind, nur bei mir. Achso, ich muss ja noch Tai anrufen wegen dir. Ah, sieh. Das wäre ganz nett. Heute gleich danach, Ja, ich habe jetzt auch noch einen Anruf, zwei Gespräche und ein kurzes Gespräch beim PD. Und dann bin ich fertig für heute. Ich nehme jetzt auch nichts mehr an. Guck mal, was heute reinkommt. Nach der Nummer von Tai. Wenn dich eine Nummer anruft, gesagt, die haben sehr viel Geld, Und auf jeden Fall, denke ich mal, mehr bereit, vernünftiges Geld zu bezahlen, wenn du die gut vertrittst, Sehr. Ich eine Nummer anrufte mit 6 und 3 mal die 5. Dann weißt du für mich, dass es Tai ist, Andere. Das wäre sehr nett, ich würde mich sehr freuen, wenn du da anrufen könntest. Okay, ich danke dir. Ich melde mich dann bei dir, sobald ich durch bin. Wie machst du? Okay, gut. Okay. Bis dann, ne? Ciao. Ich vermisse dich. Wir haben uns so lange nicht gesehen, aber ja, ich melde mich. Okay, ciao. So. Bin ein bisschen stolz. Sehr schön. Ist gut gelaufen, das Gespräch, ja? Uck hat mich als Rohdiamant bezeichnet. Oh. Sehr schön, ja. Kann ich so bestätigen. Hab das wohl sehr gut gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Telefonate geführt, natürlich. Das ist mir nicht entgangen, ja. Tatsächlich haben wir jetzt Mr. Richter Delanois als Mandanten. Okay, gut. Dann kann ich das nämlich direkt weitergeben. Habe ich schon. Auch an den Staatsanwalt? An den Staatsanwalt noch nicht. Warten Sie. An Peanut? An Peanut, den habe ich gerade eine SMS geschrieben. Gut. Und ich habe mich mit Mr. O'Malley von Black Lotus unterhalten, dass ich den Mandanten gerne an ihn weiterempfehlen
möchte. Ja. Ich habe auch die Nummer weitergegeben und er setzt sich mit ihm in Verbindung. Mr. Peanut habe ich eine SMS geschrieben, weil der war nicht mehr erreichbar. Genau, und der hat uns darum gebeten, Nakamura noch darüber zu informieren, dass Samstag damit in Ordnung ist für uns. Naja, für uns ist es ja nicht in Ordnung, sondern das muss dann bei Klotus entscheiden, ob das für die in Ordnung ist. Hallo Opa. Ja, wie du gesehen hast, ich bräuchte einen Anwalt in den Zellen. Du brauchst also einen Anwalt in den Zellen. Okay, alles klar. Ist als Zeuge, quasi. Sollte eine relativ einfache Nummer sein. Okay, wir sind gleich da. Hier in der Stadt? In den Zellen? Ja, genau. Okay, bis gleich. Dein Opa ist im Knast? Es ist nicht mein Opa, es ist der Opa von den Devils. Ach so. Oh. Ja, dachte, auf geht's in die Zellen, oder? Ja. Wenn das der gleiche Fall ist. Aber auf jeden Fall, das müssen wir uns noch holen. Und ansonsten haben wir noch ein Anliegen mit PD, aber das machen wir dann gleich. Na, oh Gott. Oh Gott, wurde hier direkt hier geschossen oder was? Ich möchte zu Protokoll geben, dass gerade auf unser Auto geschossen wurde. Auf unser Auto wurde geschossen? Wirklich? Da ist ein Einschussloch drin und der Vorderreifen ist kaputt. Echt jetzt? Okay. Das ist ein Einschussloch. Scheiße, das habe ich gar nicht registriert. Ja, der vordere rechte Reifen ist im Arsch. Oh, tatsächlich, ja. Hier auf der Motorhaube, ne? Und da vorne liegt... Okay. Aber das sind die Devils, das heißt, wir werden das nicht anzeigen. Natürlich nicht. Das war schon so. Ja. Kommen Sie, wir gucken mal, ob wir einen großen Bogen machen können, um da reinzugehen. Da ist ja auch einer von den Devils, der sitzt in den Zellen. Einen schönen guten Abend. Hey, okay. Einen wunderschönen guten Abend. Also, die Tatsache sieht folgendermaßen aus. Wir haben Cloud verfolgt. Cloud ist zum PD gefahren, hat seinen Ex-Kollegen Bescheid gesagt. Die haben uns verfolgt. Irgendwann wurde... Ja, Cloud ist kein Polizist mehr. Was? Seit wann? Warum? Also ich jetzt gerade. Aber okay. Was? Okay. Aber kurz zu meinem Fall. Danach können wir darüber quatschen. Jackson wurde zu viel. Dann hat er angefangen, auf die Fahrzeuge von den Cops zu schießen. Hat die quasi durchlöchert und die Reifen zerschossen. Und dann haben mich die Cops irgendwann gegen die Wand gepittet und dann sind wir gelaufen, haben sie mich erwischt. Ich dachte, das wird ein unkompliziertes Ding. Genau, die unkomplizierte Sache ist, sie haben mir eine Waffe abgenommen. Da war nicht ein Schuss raus. Mhm. Das Fahrzeug kennen sie nicht von mir. Und Jackson haben sie nicht erwischt. Mein Vorschlag wäre jetzt, ich würde sagen, der hat mich entführt. Mich gezwungen, so schnell durch die Gegend zu fahren, bla bla bla. Weil ich habe ja nicht geschossen. Der? Hallo, Joseph Noble hier von Wiesen News. Hi. Ich hatte mal eine Frage rechtlicher Natur. Ja. Und zwar, wir haben eben gerade einen Anruf bekommen von Richter Coldwell. Ja. Was immer schon schlimm genug ist. Was, warum sagen das alle? Ach, Herr Coldwell. Ja. Ist halt, ich glaube, es ist Nationalsport, sich über Coldwell lustig zu machen, aber nicht so wichtig. Wollte einfach allgemein mal fragen, weil der meinte, wegen einer rechtlichen Geschichte des letzten Streetblocks-Artikels würde er den Namen des Journalisten ganz gerne wissen. Und inwieweit da schriftliche Sachen notwendig sind von richterlicher Seite? Okay, ja, naja, also grundsätzlich müsst ihr eure Quellen nicht preisgeben, außer ein Richter. Warte mal, lass mich mal schauen, wie genau das definiert ist. Warum will er das denn haben? Geht effektiv darum, dass bei dem letzten Streetblog-Artikel der Kritiker wohl sehr diffamierend was geschrieben hat und da jemand gegen klagen möchte aufgrund von Zivilklagen und so, Rufschädigungen und so weiter. Volles Programm. Also grundsätzlich steht hier im Gesetz nur drin, die Quelle ist nach Anordnung eines Judges offenzulegen. Genau, also wenn er das mir jetzt auch am Telefon, sag ich jetzt mal, anordnet, dann würde das ausreichen. Es müsste nicht unbedingt ein schriftlicher Beschluss in irgendeiner Form sein. Ich hätte das schon gerne schriftlich. Oh, kein Problem.
Problem. Okay. Ja, dann, Dann schreib mir doch bitte. Klingt so, als wollen Sie. Ja, nee, ich hätte es einfach gern schriftlich. Und schreib mir bitte per SMS um den Artikelnamen, dass ich mich dort einlesen kann, worum es da eigentlich geht. Ja, klar, kein Problem. Das ist nämlich auch nicht bei uns in der App, das ist nur im Minet in dem Fall. Mhm. Oh, was geht? Abend. Na, Abend. Hi. Was geht? Opa wurde gerade abgeholt. Ja, was mir? Ja, den habe ich gerade abgeholt. Oh, okay. Bruno, ich muss dich reden. Sprechen. Ich muss dich reden. Ja, reden wir, sprechen wir. Hier vom Penny, oder? Alles deine Anwälte? Das sind meine Anwälte, ja. Was rechtliche Sachen angeht, ne? Kannst du da vielleicht reden. Es kann sein, dass ich vielleicht einen Anwalt brauche oder Vegas. Dass du einen Anwalt brauchst? Komm mal kurz mit. Ja. Und ihr? Schon was Neues? Vegas hat Glock getötet vorhin. Wer ist Vegas? Neuer, der bei uns, der zu uns gehört. Der hat Glock getötet? Genau, der ziemlich genau da, wo du gerade stehst. Ah, Cloud wurde erwischt, ja, okay. Ist tot. Krass, okay. Wir haben nicht gesehen, wer ihn erschossen hat, aber dem seine Waffe genommen. Waffe ist nicht auf ihn registriert. Ja, ja, und das ist dann, die haben die Tatwaffe, ne? Das werden die vor dann sich untersuchen. Ja, du musst nur dafür sorgen, dass es uns nicht angelassen werden kann. Ja, Vegas steht ja auch nicht auf der kriminellen Vereinigung. Genau, das muss auch so bleiben erstmal. Wurde irgendeiner von euch anderen erwischt? Ja, aber nicht hier, im Krankenhaus. Okay, du musst mir die ganze Geschichte erzählen. Gibt es eine Verbindung zwischen Vegas und euch? Ja. Also die aber es gibt auch eine Verbindung, es gibt aber auch eine Verbindung zwischen uns beiden und der ganzen Stadt, so weißt du, wie ich meine? Also das ist egal. Nee, aber ich meine jetzt in dieser Art. Nein, er war alleine. Wir standen in der Gasse da, geradeaus durch, wo der Müllwagen steht. Mhm. Und haben da hinten einmal geschossen, damit die abgelenkt sind. Das hat wohl auch gut geklappt. Oh Gott, ich habe Opa gerade aus den Zellen geholt und der hat halt erzählt, dass, also natürlich die Wahrheit, aber er hat halt auch dem Staatsanwalt erzählt, dass er eingepackt wurde am Stadtpark. Alarm. Dann wurde er gezwungen, hierher zu fahren. Dann sind die in einem roten Sportelektrowagen hinterher. Der hat dann wieder hier gehalten und der Typ, der ihn als Geisel genommen hat, hat da rausgeschossen. Und dann wurden die halt gestellt. Ja, die Hauptsache ist, dass er tot ist. Und wenn die uns das irgendwie anlassen wollen. Ja, die haben halt Opa verhaftet, deswegen frage ich, haben die sonst noch irgendjemanden von euch irgendwie erwischt, gesehen, irgendwas? Nein, aber wir haben hier Platzverbot bekommen, aber die haben uns hier gesehen. Also, die wissen, dass ich das nicht gewesen sein kann, ich oder meine Jungs. Okay. Nur Vegas halt, also können sie mutmaßen. Aber den Schuss hat niemand gesehen, dass er es gewesen ist. Niemand. Naja, dann werden die das entweder euch oder ihm oder in Mittäterschaft anlasten, aber... Ja, er wird das auf sich nehmen. Er wird das auf sich nehmen, okay. Genau. Mir ist klar, dass er für 200.000 Dollar Strafe ist. Er ist noch nicht aufgefallen. Ja. Die werden halt fragen, warum man das gemacht hat. Okay, ich brauch dann, wenn es soweit ist. Naja, wie gesagt, die können ihn ja fragen, was sie wollen. Er hat ja nicht geschossen. Also, er hat geschossen, aber die haben es ja nicht gesehen. Naja, aber sie haben doch die Tatwaffe von ihm konfisziert. Ja. Naja. Das ist ein ziemlich starkes Indiz. Eigentlich ist das ja. Ist ja auch in Ordnung, aber ich bin da halt raus. Ja. Das ist die Hauptsache. Okay, aber er halt nicht, ne? Also. Der ist ein Rapper, also für ihn gibt es nichts Geileres, als wenn ihm das angelastet wird. Okay. Der rappt darüber, wird ein richtig krasses Album wird das. Okay. Ja, mit ihm muss ich da, also soll ich ihn vertreten oder soll ich euch vertreten? Ihn, warte mal eben, Albisch ruft gerade an. Ja. Okay, ich muss gleich telefonieren. Okay. Alles klar. Dann gib Vegas meine Nummer. Dann setzen wir uns da zusammen. Okay, mach ich. Ich hol mir die Akte. Alles klar. Okay. Der letzte Artikel von Beasel News Blog. Ich habe noch nicht reinschauen können. Im VNet? Im VNet, genau. Auf der App ist es nicht, es ist nur im VNet. Ah, ja, dann ist das wirklich der freie Journalist, von dem ich. Ja. Was, und da geht es um einen Beitrag über ihn und er möchte als Richter den dann quasi auch rausforcen? Nein, nein. Es geht um
einen Byte. Wo ist denn Weasel News Blog? Ist das eine Weasel Street Seite? Blog. Es gibt Weasel Street Blog. Das ist eine eigene. Okay. Wenn es darum geht. Manchmal Burger dann nee. Hier, Containerkaffee. Ja. Um den geht es und die wahrscheinlich Containerkaffee möchte halt rechtlich dagegen vorgehen. Ja. Und deswegen braucht sie den Namen von dem Verfasser. Und das muss der Richter halt aber schriftlich beantragen. Na, da kommt er wieder. Oh, okay. So. Genau, dann einmal bitte zum DOJ. Nicht zu Slim, der steht da drüben. Ja, ich hoffe den nachher an. Okay. Ja, der schreibt einige, Es geht darum, dass über das Containercafé ein Artikel von einem freien Journalisten geschrieben wurde. Und das Containercafé möchte da rechtlich gegen vorgehen. Und deswegen möchten sie den Namen von Weasel News. Das muss Coldwell aber schriftlich beantworten. Oder zumindest mir jetzt mündlich gut beginnen. Ich wollte, also gegen die Presse? Nee, gegen den Namen des Autors. Ja, aber. Und jetzt lese ich mir mal kurz den Artikel hier durch. Könnt ihr dann auch machen. Weil man darf seine Meinung schreiben. Ja, und Pressefreiheit, ne? Ja. Also, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Naja, es ist nicht nur eine Meinung, es sind teilweise auch Tatsachenbehauptungen, wie ich da gesehen habe. Ich lese mal vor. Und wenn das ein Erfahrungsbericht ist, dann ist das so, ne? Also ich lese mal vor. Einige Gäste werden plump angesprochen mit "Was wollt ihr?", wenn die Mitarbeiterinnen in ihren Gruppen rumstehen. Die Mitarbeiterinnen lassen einen sehr lange warten. Wenn Kritik geäußert wird, wird das Personal und Stammgäste sehr aufmüpfig aggressiv. Essen, Getränke sind überteuert. 9 Stücken Pizza für $1,000. Angeblich ist die Salami aus der Industrieverpackung, Peperoni aus dem Ölglas, der Wein kommt aus dem Alamosee. Wer den Alamosee kennt, sich den etwas genauer angeschaut hat, weiß, dass sich dort Fischreste und Müll befinden. Dazu wird vermutet, dass Human Labs ihren Müll in dem Alamosee reinpumpen. Es ist eine regelrechte Massenabfertigung. Damit die Massenabfertigung, in Klammern schnelles Essen, gelingt, wird das Essen in der Mikrowelle aufgewärmt. Wie die ehemalige Inhaberin vor einiger Zeit mal ihren privaten Profil schrieb, es ist nicht nur das Äußere, der den Wert eines Menschen ausmacht, sondern sein Herz und seine Taten. Wir wünschen und hoffen, dass sich mit dem neuen Inhaber ändert und auch so umgesetzt wird. Wunsch uns, Preise, die für Qualität entsprechend sind oder die Qualität verändert sich zu den entsprechenden Preisen. Ambiente 1,5 von 5, Essen, Getränke 1 von 5, Service 0,3 von 5. Aktuell Gesamt 0,9. Ich würde mal einen Deutschkurs empfehlen, aber ja. Gut, jetzt eine Yelp-Bewertung irgendwie anzuklagen, weiß ich nicht. Ja. Finde ich schwierig. Freie Meinungsäußerung, ja? Nur weil jemandem was nicht passt, was irgendjemand über einen sagt. Ich glaube, das Containercafé sollte das einfach ignorieren. No. So, dann gucken wir mal in den Pressefreiheitsartikel. Die Pressearbeit ist frei, es findet keine staatliche Zensur statt. Staatliche Stellen sind verpflichtet den Vertretern der Presse, Erfüllung zu dienenden Auskünfte zu erteilen. Okay, ein Anspruch auf Auskunft besteht nicht. Okay, das betrifft uns auch nicht. Mitglieder der Presse sind zur Verweigerung der Aussage dann berechtigt, wenn es sich um Informationen zu Ursprung und Person einer Quelle handelt. Die Quelle ist nach Anordnung eines Judges offenzulegen. Das ist das, was steht. Und dann erfüllt das ja, wird das hier auf über Nachrede hinauslaufen. Was steht da drin? Wer bei einem anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche geeignet ist, den anderen in den öffentlichen Meinungen verächtlich zu machen oder heraufzuwirken, okay. Das stimmt. Wenn Fälle des Absatz 1 wieder besseren Wissens eine unwahre Tatsache nutzt, dann gibt es eine höhere Geldstrafe. Ist die Behauptung erweislich wahr oder stellt sie sich als wahr heraus, ist der Täter nicht zu bestrafen? Kurze Frage, bezieht sich das auch auf Gewerbe oder nur auf Privatpersonen? Das habe ich mir auch gedacht, weil über einen anderen. Oh, du rufst mich an. Ja, hallo. Ich weiß, wer die AK bei mir reingelegt hat. Wer? Naja, bei der zweiten Durchsuchung war ein Rekrut dabei. Ja. Twice. Ja. Und ein neuer Chief of Police, Fabel. Willst du mich verarschen?
Habt ihr Info gerade gekriegt? Von wem? Willst du mir das sagen? Ist nicht wichtig. Okay. Aber es glätschert auf jeden Fall. Oh Gott. Das wird schwierig zu erklären. Warum sollten die mit einer AK in die Bude legen? Ja, das ist die Frage. Und warum durfte ich die nicht behalten? Ja, warum du sie nicht behalten durfte, das ist klar, aber wirklich ein Rekrut, Price und Farrell. Weißt du, welcher Rekrut? Nein. Oh, um Gottes Willen. Ach Gott, ich... Ja, okay. Ich werde mit dem Richter sprechen, aber warum muss es auch die höchste Ebene sein? Ja, die kannst du halt nicht fängen. Ja, richtig. Das ist halt das Ding. Aber ich werde es auf jeden Fall weitergeben. Ich kann mich nicht mit dem kompletten Paaren anlegen. Das geht nicht. Das werde ich auch nicht tun. Ja. Aber... Klaut ist durch und das Ding ist auch gut so, dass es durch ist. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Okay. Dann muss ich wohl auch in der nächsten Zeit ordentlich die Beine breit machen, denke ich. Soll ich das an den Richter weitergeben? Weil der ermittelt da, ne? Welcher Richter? Delanois. Ich brauche das bei dem Typen immer. Naja. Mach mal ruhig. Ja, mach ich. Okay. Okay, peace. Alles klar, wir hören uns. Ich will nicht mehr. Bitte überfahr mich einfach. Oh Gott. Los, zu einfach drüber.